Hallihallo, Hallöch, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Ark. Ark. Ark Valhalla. Ja, Valhalla. Und wir sehen hier eine wunderschöne, grünäugige Schönheit, wie sie... Die Bartnixe. Warte, das machen wir mal. Ach, jetzt geht er in seinen Arm. Ja, ich bin der Onkel und wieder mit einem Start ist der Nero. Jo, servus, grüßes. Der Noxi. Hallöchen. Und der Yannick. Hallo. Durchs Wasser. Ich bin eine Rettungsschwimmerin. Das ist ja alles, eine Zeitlupe und dann, wenn wir dann so... Okay. Und wenn du auf K drückst, sind alle Namen ausgeblendet, sieht bombastisch aus. Das ist so bombastisch. Also wenn ich auf K drücke, sehe ich Außenansicht. Ja? Muss ich Backspace drücken. Ja, ah, schön. Das kannst du nur bestimmt machen, bis ich mal daheim bin. Ach, schön. Ach, das war schön. Ja, okay. Wunderschön. Schöner Auftakt. Eine schöne junge Frau. Ja. Fall. Der erotische Anteil ist abgedeckt. Jawohl, ja. Jetzt wird sich wieder Leder gepackt. Kinders, der Bronto kommt uns gerade wirklich nahe, also der hinterm Haus. Der hat gerade voll auf uns zugesteuert. Ist ja egal, der macht ja nix. Aber so, unsere Dodos stehen genau wie seine Pfoten. Wenn nicht, nimm doch die Dodos und die Dilos und zieh sie mal ins Haus rein, da kann er ja nicht drauflatschen. Ich bin verwirrt. Wir haben zwei Nummer zwei, das geht nicht. Man kann nicht zweimal Nummer zwei sein. Geht nicht. Wir machen Nummer fünf draus. Nein, keine Ahnung. Alter, ich bin... Seit zwei Minuten. Also zwei Minuten vom Fluss bis zu mir. Also bis zu uns. Jetzt gehe ich gerade die Rampe hoch. Nein, das geht auch. Hallo Nero. Ach, hallo. Ich bin gleich da. Oh Gott, ich bin da. Er ist da. Er hat's geschafft. So, was machen wir denn jetzt hier noch? Feines, tolles. Bumsebiene baue. Erstmal mein Inventar aufräumen kurz hier. Was? Aufräumen? Was? So, das stand nicht im Arbeitsvertrag. Was? Selbstverständlich. Hättest du mal richtig gelesen, ne? Oh, ich hätte ihn jetzt bald gekillt, ne? Ich wollte jetzt so mit dem Feuerbogen auf losgehen. Was? Nein, doch nicht unseren Platti. Das wusste ich doch nur, dass wir so viel haben. Das ist der einzige Brauchbare hier drin. Wer? Platti. Pass auf, ich spezifiziere mich mal auf Dingsbums. Auf, ja, alle klar, aufs, ich spezifiziere mich mal auf Sattel. Ich werde einfach mal die ganzen Sattel craften, die so kommen. Alles klar. Mal, ich habe einen Grampunde und... Du, Noxel? Ja? Die Bären würde ich lieber in die Dodos reinpacken. Da halten sie länger. Klar. Mach ruhig. Falls sie noch die Dodos noch gefüttert. Ja, mach ruhig. Mir ist das Wurst. Das ist ja erstmal nur für eine grobe Schichtung. Können wir hier vielleicht Kohle reinpacken, wenn das okay wäre? Kohle ist hinter dir. Hinter mir? Ja. Bist du das überhaupt? Ne, es ist... Ja, Kohle ist hier vorne. Die ist aber nicht beschrieben. Doch, da. Da hinter die? Ich bin Logistiker, ich darf das. Achso. Oh, ich bin zu schwer. Ah. Außen im Stego ist noch eine Menge Holz, falls mir mal einer beim Abladen helfen will. Sofort. Jo, gleich, ich muss das Keratin umladen. Hier unten haben wir noch Fleisch. Muss ich mir kurz leichter machen. Aber die ganzen kleinen Scheißkisten hier unten sind leer. Machst du voll? Mit was denn? Ich räume ja oben das ganze Zeug voll. Beziehungsweise beschrifte, katalogisiere sie. Aber echt ein kleines Lob an euch Jungs, habt die Hütte echt schön gebastelt. Das war der Noxi ganz alleine. Was brauchen wir denn überhaupt jetzt noch? Ja, je nachdem. Also eigentlich brauchen wir nichts mehr. Also wir wollen halt jetzt schon anbauen. Achso, gut, dann schlafen oder wir. Oder wir machen Dino-Gehege. Ich würde sagen, wir machen mal ein kleines Gehege für die Dinos, ja. Ich will mir jetzt nichts sagen, aber... Ja? Kommt ihr mal rein? Kurz? Ganz kurz? Ja. Moment. Guck mal, weg. Dynamo hat es ja echt gemütlich, muss ich sagen. Stell ich da voll wie einer frisch gesoffen, hängt er erstmal am Pfosten an der Wand.
Mir gefällt es nicht, dass er die Fackel da so in der Hand hält. Am Ende steckt er uns noch die Bude an. Hey, lass los. Lass los jetzt. Na eben, es sieht ja cool aus wieder. Ey, lass doch mal. Die Fackel. Du bist, du bist anhänglich, geh doch mal weg. Hallo, wie kann man denn loslassen? Einfach eh, ne? Bringen oder nochmal gehen. Ja, schleuder den, schleuder den. Wir können ja hier mal noch. Alter. Einfach in die Ecke. Alter, was macht ihr mit den armen Viechern auch? Alter, Onkel, da. Oh, oh, Alter, jetzt geht's los. Warte, warum? Ja, und Möller muss. Und Möller darf zugucken. Schön. Nee, ist so nackt, warte. So, ja gut, dann machen wir ein kleines Pit. Achso, ein Taming Pit wollte ich ja machen. Gut, den hauen wir dann hier vorne irgendwo hin. Uff. Gehege. Okay. Ja gut, dann brauchen wir die Fenster. Die Fenster kann man erst ab. Was war's? Da müsstest du doch schon können. Keine Ahnung. Was brauchen wir denn jetzt noch? Sag was an. Mach Ansage. Also das übliche wahrscheinlich Holz, dass dieses Zeug mal voll wird. Ah, Wooden Fence Foundation. Ja gut. Ich muss erstmal aufsteigen für Fence Foundation und für die Fenster, wenn ich die mal finde wird. Wir können doch mal eine kleine Erkundungstour machen. Ja, Fenster und das Ding. Raptor, oder kann ja einer von euch? Ich jetzt. Ich steige hier gleich auf, von daher. Pachtiosaurus. Aber Erkundungstour machen wir mit allen Leuten, würde ich sagen. Was ist ein Bloody? Okay. Was ist denn das von Dino? Ich raff das immer nicht, welche Dinos das was sind. Was Bloody? Platti. Das ist ein Stego. Ach so, gut, okay. Ja. Ach so, Platti. Ich dachte, Platiosaurus. Wir müssen gucken, dass wir von Stego relativ schnell einen Sattel bekommen. Ja, Onkel ist der Sattelmensch. Ja, da muss ich ja. Das heißt, die Frage, ob wir eher von Stego eher kriegen als von Trike oder andersrum? Bis jetzt. Sekunde, ich guck grad mal. Stego brauchen wir Level 30. Mhm. Trike, ja. Den könnte ich jetzt schon. Oh, cool, dann zähle ich jetzt einen Trike. Wahrscheinlich Level 20 für einen Trike-Sattel. Dann können wir nämlich besser und schneller Nacko sammeln und so. Ja, dann komme ich mit. Ich habe auch noch ein paar Trank-Arrows. Okay. Hast du einen Bogen? Dann gebe ich dir die Hälfte ab. Ich habe einen Bogen, ja. Rasche Betäubungspfeile ist? Ja, hier. Das ist auch cool. Dreh dich um, da liegen welche. Dreh dich um. Ah, da ist er. Coole Sache. Geil. Oh, schon wieder Hunger. Wir werden endlich modern. Ein hoch auf unsere Holzhacker. Ein hoch auf unsere Holzhacker, ein hoch. So. Ja, wir hacken noch, mehr Hacke noch. Ja, mehr Hacke noch, wie nie. Fleisch haben wir. Oh Gott, dabei. Alter, Leute, der Bronto. Was hat denn der für ein Level? Zu viel, keine Ahnung. Hier. Also wenn wir alle mit dem Bogen draufhalten, kriegen wir einen Down. Der steht da verdammt nah an unserem Haus dran. Wenn der einmal raus ausholt, ist das Dach weg. Genau, deswegen müssen wir erstmal rauslocken. Beim zweiten Mal ist wahrscheinlich der sind Rest die weg. Sind die ganzen Viecher auf Passiv? Ich gucke. Nicht und, alle. Dilos nicht. Attacking Target. Schlecht. Wie lockst du den? Gar nicht. Also den musst du mal an... stupsen, aber dafür gar nicht, der finde ich einfach länger an dem Haus dran. Ja, meinst du, der schlägt dann schon rum? Ja, klar. Der hat eine verdammte Reichweite. Ja, weil ich stehe auf der anderen Straßenseite, deswegen wenn ich den hier anschieße, kommt er vielleicht hierher. Warte mal, wir sind auf der anderen Flussreise. Wir sind überhaupt in der Mittelalter. Flussreise. Ja, Flussseite, würde ich sagen. Aber, hast du gerade mit deinem Kopf dein Mikro geküsst? Nein, ich habe mit meiner Hand das Mikro geküsst, aber man kann nicht mit der Hand küssen, deswegen war es sinnlos. Ja, es gibt auch einen Handkuss. Ey, das ist übelst geil, wie der Bronto da rumsteht, aber irgendwie auch ein bisschen... Beunruhig doch ein bisschen. Ja. Müssen wir Pfeile machen. Oder jetzt, soll ich ihn mal anstupsen? Meinst du, der ja, warte, das mach mal alles. Meinst du, der schlägt dann dort schon rum? Ja, haut uns die Bude klummen klein. Lass lieber sein. Ja, aber wenn wir so weit wegstehen, haut er da auch schon rum. Natürlich. Zur Sicherheit noch ein paar Pfeile. Wie viele habt ihr denn? Ich bin gerade dabei. Ich hab 33. Ich mach nochmal 30.
Wir haben ja schon gerade irgendwie auf Biegen und Brechen Level aufgestiegen. Geil, Level aufgestiegen. So, Level aufgestiegen, jetzt kann ich wenigstens das Zeug, das gewünschte. Wooden Fans. Und... Ja, da ohne. Na, wenn wir jetzt schon dabei sind, sollen wir dann ein paar Narko-Pfeile lieber haben? Und den vielleicht sogar zähmen? Ich glaube nicht, dass wir den down kriegen mit den paar Pfeilen, die wir haben. Meinst du jetzt an sich oder mit den Tranks? Mit den Tranks. Ja, das glaube ich auch nicht. Okay, dann killen wir ihn am besten. Wollen wir? Warte mal kurz, ich bin gleich da. Jetzt ist er ja ein bisschen weiter, naja, obwohl der Schwanz geht immer noch bis zum Haus. Er müsste erst mal ein bisschen wegkommen, denke ich mal. Ne? Weil ihr steht ja genau im Haus und da wird er natürlich auf euch einschlagen. Aber wenn wir weiter weg natürlich. Sind, muss er erst mal herkommen. Braucht ihr noch ein bisschen Fiber sammeln? Ja, warte kurz. Brauchst du wir müssen eigentlich ich Pfeile. Du musst Fiber sammeln, wir haben hier oben noch genug drin. Oh, nimm dir da was raus. Alter, das ganze Haus vibriert. Na klar. Der Drecksack. Alter, ich stehe da im Haus drin. Ich merk's. Alter, ich dreh mich um, da will der mir seine Pfote in die Hand drücken. So was wollte ich nur reparieren. Oh, der will eigentlich nur Tag sagen. Kriegst du das? Ja, komm. Was zum Reparieren? Guck, dass ja eure Bögen auch gut repariert sind. Ja, der ist voll. Meiner zumindest. Ach ja, genau. Gute Idee. Brauchst du dazu denn nochmal? So. Wood und Fiber. Wollen wir? Nein, nicht. Warte ganz kurz. Warte. Er kackt. Hol die Kacke. Du bist so ein... Okay, jetzt ist er auch noch halbwegs weit weg. Richtig. Ja, komm dann drauf. Na super. Hallo, wartet mal auf mich. Warum kann ich denn meinen... Bitte? Ich kann meinen Bogen nicht reparieren, warum denn nicht? Ah, hier. Das steht dabei. So, warte, ich komm raus, ich will mitmachen. Ja, kommt alle zu mir. Also ich bin auf der gegenüberliegenden Seite. Das ist Dynamo. Das würde ich eher nicht sagen, weil sonst hat er uns gleich alle auf einmal. Dann ja, aber trotzdem, dann locken wir ihn erstmal raus. Ein bisschen größere Kreis bestimmt. Ja, ich bin hier mit Nero direkt auf der anderen Seite. So, ich war jetzt nur mal so frei und hab von Rivano die Pfeile rausgenommen, mit noch irgendwie. Bist du gerade bei seinem Schwanz oder was? Also hinne. Quasi, ja, genau. Okay, gut. Ja, dann schießt ihr zuerst, weil ich bin auf der anderen Seite. Abgeschossen. Onkel, komm zu mir. Oh. Ich hab ihn. Piss dich! Wir schießen gerade ab. Hä, der rettet das Wasser. Der hat einen Wasser. Wendekreis wie. Ja. Oh. Onkel. Fuck. Lauf. Hinas! Macht was draus. Fürs Team! Hallo! Du Ladimo! Einfach so Glück, dass er nur den Schwanz angreift, nicht mit seinem Gesicht. Alter. Oh ja, dann lockt doch nicht. Bumm. Komm, das war uns. Er fällt doch gleich. Er ist verwirrt. Geil. Wo muss das? Gleich ist er tot. Alter. Aber erst ja! Ich hab den Bronto. So, dann holen wir uns mal die ganze scheiß Sets hier, ne? Quatsch. Oh. Nein, halt. Haut mit der Spitzhacke drauf, wir brauchen halt. Ich denk mit der Axt und. Nee, mit der, Spitzhacke. Ja. Also ich hab mit der Axt mehr halt bekommen als mit der Spitzhacke, aber ist egal. Okay. Ich hab 32 halt. Ich hab 20. Ich hab auch 20. Und ich hab? Nee, Quatsch, 11. Ich hab 39. 11. Cool. Wir haben wieder Heid, springt vielleicht für jeden Rüstung raus. Hi, dem Pitzka. Herr Kapitän. Gut. Level 20, jetzt kann ich doch bestimmt auch einen schönen Sattel. Hier ist ja Prime Meat. Hat einer von... Wir brauchen Öl. Ganz dringend. Ja, wir bräuchten mal... Wie wär's denn, wenn wir uns mal so ein Dings zähmen? Dann kann ich Öl holen. Also so ein... Gibt's nur in der Cave diese komischen Käfer, wenn du die meinst? Nee, ich meine, die solche, oh, leck mich doch die Säcke, warum komme ich denn immer?
Ach, was ist die feuchtfröhlichen Fickflolle oder das Ding? Nee, die Delfine, meine Fresse. Itchy. Ichiosaurus. Itchy, genau. The itchy and scratchy show. Yeah. Was hast du denn eigentlich? Wo sind eigentlich die ganzen Samen? Oben in der Samenbank. Komisches Groß. Ist denn? Ich suche gerade Hyde. Hier. Ah, hier. Da war irgendwo. Oh, ja, dem Zeug müssen wir halt alles noch anmale. Alter, jetzt stehst du hier mittendrin, Onkel. Ist das ein scheiß Ernst? Ich komm trotzdem nicht hin. Was denn? Weil du davor standest, Junge. Wer hat hier einen Steinschrank erschissen? Was? Was? Irgendjemand hat in den Steinschrank geschissen. Wer hat ins Pissoir geschmettert? Oh Gott. Boah, der beschwert sich erst und steht jetzt... Ach nee, das ist Nero. Gut, ich nehm's zurück. Mal, also ganz ehrlich, jetzt ruhig das Ding mal ein bisschen breiter bauen können, ja? Noch breiter! Dahinter stehen schon die Betten. Hättest du auch Spitzen bauen können. Alter. Was? Ich sag mal so, das ist das erste Mal, dass ich ein Haus baue, was ein Dach hat. Also heul nicht. Ja, du weißt, dass das stimmt. Ja. Wo ist die Terrasse? Die kommt noch. Da habe ich auch schon eine gute Idee und Übung. Okay. Hier kommt weg, das ist schon... Was ist hier eigentlich nur... Warum habt ihr nicht das ganze Metall rein? In den Ofen? Ach, ist doch das ganze Metall reingetan. Ja, passt. Ihr habt schon oben rausgeholt. Itchy and Catchy Joe. Na. Wunderbar. Ach, jetzt hab ich wieder. Und so Nacroberries wachsen. Können wir noch einen hinsetzen? Was ja. Jetzt hier nicht runterfalle. So, hier passt das auch. So, habe ich irgendwas dabei, was man gerade noch reinrehe? Nee. Nein, wir haben kein Setch mehr. Oder ja, was mach ich denn? So, ja, sag mir, wir haben nichts mehr. Fans Foundation. Woll doch mal nach einem Smithy. Level 25, okay. So. Fuck. Ja, wo soll, ohne Scheiß, wo soll denn der Bereich für die kleinen Viecher hin? Kommt drauf an, wie du dir gedacht hast, das Haus weiterzubauen. Richtig. Ja, nach hinten raus, also von der Tür aus nach hinten halt. Okay, dann würde ich sagen hier vorne, oder? Da, wo das eine Ding schon steht. Nee, die Sache ist ja, soll's, nee, das ist ja, das wird im Endeffekt ein Taming-Pit. Nee, dann, dann machst du das direkt neben dem Haus? Also links daneben. Links oder rechts daneben? Komm, dann hau Platti weg. Da hauen wir Platti weg. So. Sehr schön. So gucken, dass es irgendwie gerade ist. Dodo-Eier. Was, Soleier? Dodo-Eier. So, jetzt schon. Ja. Och, jede Menge, ey. Wie denn? Boah, ich hoffe, das ist ungefähr gerade, ey. Ja, doch, sieht gut aus. So, meine Frage nebenbei. Möchte denn irgendjemand Lederrüstung? Ich brauche, also eine Brust habe ich schon. Ich hätte eine Hose, also den Rest bräuchte ich noch. Okay, machen wir erstmal ganz kurz. Moment. Wenn du mir 5 Fight geben könntest, dann könnte ich mir eine Hose selber machen. Mach für Skillpunkt und so. Mach schon. Ja, für Skillpunkt und so. Das noch. Alter Schwede. Toll, Onkel, jetzt regnet's. Na super. So.
Okay, wie viel Held haben wir denn überhaupt noch? Oh, noch genug. Warte mal. Also, du hattest bloß die Hose, ne? Hast du gesagt? Also, genau. Janik. Okay. Huch! Ich bin zu übermotiviert. Huch! So. Und du wolltest übrigens selber bauen. Die Folge ist fertig, ne? Wenn du 5 gibst, dann kann ich. Folgenzeit! Ja, sofort. Wo bist du? Ist fertig. Achso, warte mal erstmal, ja. 1, 2, 3. Und das. Besten Dank. Bitte. Die Firma gedankt. Oh, ist das schön, so, dass ich auch mal was machen konnte für euch, ey. Cool. Machst du es uns doch immer. So, Folgezeit. Ja, also gut. Auch ernsthaft? Warum ist denn die Large Storage Box nicht beschriftet da vorne? Folgezeit. Ja. Ja, wir hatten das gemacht. Ich war ja, ne, oder? Ja. Ja, glaub meine ich. Lieben Freunde, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Videobeschreibung wieder unten reingucken. Da sind alle Kanäle, die hier mitmachen. Und ja, würde ich sagen, bis morgen. Ciao. Ciao. Cheerio.